Monatelang hatten die Parteien in der Migrationsdebatte gestritten. Doch nach einer Nachtschicht im Kanzleramt stand der Deal, dem von Union bis Grüne alle zustimmten. Für Kanzler Olaf Scholz ein großer Erfolg. Wie der Tagesspiegel berichtet, hat ausgerechnet in der besonders strittigen Migrations- und Asylpolitik Scholz Führung geliefert und ein breites, parteiübergreifendes Bündnis geschmiedet. Von den Grünen bis zur Union steht irgendwann weit nach Mitternacht der Kompromiss. Mit dem können aber nicht alle Parteien gleich gut leben, auch wenn am Tag danach alle Seiten die Deutungshoheit für sich beanspruchen. Vor allem die Grünen haben an einigen Beschlüssen zu knabbern. Gut, dass es jetzt eine deutlich bessere Finanzierung der Kommunen gibt, betont zwar Fraktionschefin Katharina Dröge die neue Pro-Kopf-Pauschale von 7.500 Euro pro Flüchtling. Doch gleichzeitig rumort es in Dröges Fraktion angesichts der Zugeständnisse. Der Prüfantrag, ob Asylanträge auch in Nicht-EU-Drittstaaten erfolgen könnten, die Bezahlkarte für Geflüchtete und die Verlängerung des Asylbewerberleistungsgesetzes von 18 auf 36 Monate, in denen Geflüchtete nur ein Minimum an Unterstützung erhalten, stoßen vielen in der Partei übel auf. Für die FDP hingegen ist diese Nacht, die für Scholz eine Befreiung ist, eine Genugtuung. FDP-Fraktionschef Christian Dürr sieht eine neue Realpolitik in der Migration. Aus Kreisen des FDP-geführten Finanzministeriums hieß es, die Beschlüsse seien ein wichtiger Schritt, um die Flüchtlingszahlen spürbar zu senken. Sie leiteten eine restriktivere Migrationspolitik ein. Das sei, hieß es, eine gute Nachricht für Deutschland.